Was kriegt man, wenn man Schnee und Fragen kombiniert? Eine klirrende Kälte, wo es doch heiß werden kann. Das gibt es nur hier bei uns bei Wer wird Millionär? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Wer wird Millionär im Dezember im verschneiten Studio. Das kann nur gut gehen heute wieder. Gestern schon 32.000 bekommen und heute eventuell noch mehr. Wir werden sehen. Wir starten mal mit einer Auslaufgabe, die wie folgt lautet. Ordnen diese Errungenschaften nach dem Zeitpunkt ihrer Erfindung. Beginnen sie 3000 vor Christus. Künstlinger, Genmais, Flug, Traktor. Also, als ältestes wurde doch erfunden der Pflug. Danach kam der Kunstdünger, dann folgte erst der Traktor und dann der Genmais. C, A, D und B, ich hab's falsch. Es wussten nur 4 Leute das und am schnellsten war Spieler 10 mit 1,4 Sekunden. Ja, krass. Geht steil, der Typ. So, heute wieder Risikovariante. Los geht's. Was sind unter Angaben zu Personen häufig erfragt? Erna, Wolfgang, Wilhelm, Alter. Die Alter. 100. Zu enge Beziehungen zwischen Luftballons und spitzen Nadeln enden sozusagen meist wegen Überfüllung, wegen Renovierungsarbeiten, aus Platzgründen, aus Mangel an Alternativen. C, aus Platzgründen. Wie nennen Amerikaner ein heißes Würstchen im Brötchen? Hotdog. Hot Smog, Hot Grog, Hot Frog, Hot Dog, D, Hotdog. Womit hat ein Lehrer definitiv zu tun, der im Unterricht vor mehr als 40 Schülern steht? Spitzenleistung, erste Sahne, Traumergebnis, ganz große Klasse. Na dann nehmen wir die ganz große Klasse D. Und 500 Euro. Die Besatzung welchen Schiffes meuterte 1789 gegen Captain William Blake? Bounty, Twix, Snickers, Mars. Das war die Besatzung der Bounty A. So, 500 erledigt. Wir gehen auf 1000 mit dieser Frage hier. Wer frisst Ameisen und Termiten? Lebeschwein. Erdferkel, Sandbache, Drecksau. Das müsste doch das Erdferkel sein. Das müsste das sein. Drecksau, nee. Da hat sich gerade Alexa gemeldet, lustig. Stopp! Als fühlt die Frau sich angesprochen. Verstehe ich nicht. Ich entscheide mich B fürs Erdferkel. Richtige Antwort.
2000. Wo liegt Bayer Leverkusens Fußball Waterloo? Unter Türkheim, unter Ammergau, unter Schleißheim, unter Haching. D unter Haching. €4.000. Wie heißt der kleine Vampir aus den Kinderbüchern von Angela Sommer-Bodenburg mit Vornamen? Günther, Rüdiger, Harald, Carsten. Der kleine Vampir aus den Kinderbüchern. Irgendwas sagt mir die Frage. Naja, wir haben ja noch 4 Joker. Entweder war es Rüdiger oder Carsten. Ist meine Vermutung zumindest mal. Ich glaube, das war doch Rüdiger, glaube ich. Ich glaube, ich nehme Joker. Sicher, sicher. Ich glaube, ich würde mal da, ehrlich gesagt, den Telefon-Joker ziehen? Gute Frage. Weißt du das um die Uhrzeit? Nicht um die Uhrzeit. Weißt du das um die Uhrzeit? Weißt du bei der Frage so einen Schmarrn? Ja. Und nämlich 50-50. Das brauche ich am meisten. Telefon kann später noch was wissen, eventuell. 50-50 könnte Sachen aufklären. Oder soll ich Risiko gehen? Ich habe für mich schon entschieden, es war B oder D, weil ich die Frage kenne. Ich riskiere jetzt Antwort B. Letztes Wort. War doch ein bisschen unüberlegt, glaube ich. Oder? Nein! Ach. Ging nochmal gut. €8.000, alle Joker noch da. Bei welchem Fall wird man wörtlich betrachtet beschuldigt? Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Bei welchem Fall wird man wörtlich betrachtet beschuldigt? Ich würde sagen, wörtlich betrachtet, warte. Nominativ. Oder Dativ. Ne, Nominativ, glaube ich. Puh. Ich würde sagen, da muss ich Joker nehmen, definitiv. Gut, dass wir alle 4 haben. Jetzt könnte ich mal loslegen mit den einzelnen Jokern. Telefon könntest du doch gerade so wissen, glaube ich. Ich glaube, ich nehme einen Telefon-Joker, ja. Telefon, bitte. Ich nehme die Nummer 3 heute mal. Mal gucken, wer rangeht. Es klingelt noch. Da ist ja jemand. So, wo wird man wirklich betrachtet beschuldigt? Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkusativ? Schwankt zwischen Antwort B und D. D, der Akkusativ. Und eher ausschließen würde er Antwort B. Na dann. Dankeschön. B oder D? Und dann doch eher D. Ich vertraue ihm mal und nehme D, Akkusativ. Könnte ein teurer Fehler gewesen sein. War es nicht. Sehr gut. 8.000. Wunderbar. So weit, so gut. €16.000 Frage.
Wer spielte 1922 die Hauptrolle in Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu? Gregor Angst, Max Schreck, Jost Panik, Arthur Furcht. Das kann ich nicht beantworten. Ich muss definitiv einen Joker nehmen. Die Frage ist gerade, um welchen Zusatzjoker, weiß es definitiv direkt. Publikum eventuell auch noch. Ich nehme das Wertvollste zuerst. Und fange mit dem gesamten Publikum einmal an. Oder? Das wäre dämlich. Ich fange zuerst mal mit dem Zusatzjoker. Nehmen wir mal die Nummer 5. Ja, den da vorne. Der Nikolas. Das Antwort B, Max Schreck, nur richtig sein kann. Klingt nach einer Idee. Versuch's mal damit. Antwort B, Max Schreck. Antwort B, Max Schreck. Ist es richtig oder ist es nicht richtig? Die richtige Antwort ist Max Schreck. Zehn Fragen geschafft, zwei Joker haben wir noch übrig. 32.000. Wenn Seeleute ein feindliches Schiff erbeuten, machen sie eine Unze, ein Quäntchen, eine Prise oder ein Karat. Wenn Seeleute ein feindliches Schiff erobern, ein feindliches Schiff erbeuten. Ich habe eine Vermutung, dass es vielleicht uns habe ich schon mal gehört, aber ich glaube nicht mit Seeleuten in Verbindung gebracht zu haben. Eine Prise? Ich hätte gerne eine Prise Schnee. Ein Karat. Also, ich würde schon mal spontan so gesagt C ausschließen. Und wäre jetzt bei A, B und D. Am vernünftigsten, beziehungsweise so am besten klingen allerdings nur A und D für mich. Ob das so stimmt, ist eine andere Sache. Ein feindliches Schiff erbeuten. Ich frage das mal die Piratenfans, die gerade die Folge hier schauen. Deswegen, wenn ihr eine Ahnung habt, dann schreibt doch mal bitte einen Kommentar mit eurer Antwort. Und wenn ihr sogar wisst, warum das so heißt, gerne mit Begründung. Also, wenn Seeleute ein feindliches Schiff erbeuten, machen sie A. eine Unze, B. ein Kännchen, C. eine Prise, D. ein Karat. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie gesagt, schreibt gerne einen Kommentar. Alle anderen stimmen bitte jetzt ab. Prozent sagen C eine Prise, das was ich von Anfang an ausgeschlossen habe. Hui, da haben mich wohl einige eines Besseren belehren wollen. 62% ist ein guter Wert, ich vertraue dieser Mehrheit. Nachfolgend ist A. Ich nehme C eine Prise und mache das zu meinem letzten Wort. Richtige Antwort ist eine Prise. Wunderbar. ...32.000 sind erledigt. Wir gehen auf die 64.000 Euro Frage mit dieser hier. Was verbinden Feinschmecker auf der ganzen Welt mit den italienischen Städten Alba und Norcia? Schinken, Olivenöl, Schokolade oder doch eher Trüffel?
Das ist wieder so eine schöne Feinschmeckerfrage, gefällt mir. Also, was verdient man mit Italien? Das erste, was mir einfallen würde bei Italien, wäre irgendwie so die Richtung Oliven vielleicht. So. Spanische Schweine haben Serrano-Schinken zum Beispiel. Trüffel, wo kann ich das denn zuordnen? Sind so welche Ecke? Ich weiß nicht, Schokolade achte ich jetzt nicht so drauf, woher die wirklich kommt, aber schmecken trotzdem immer meistens gut. Ich glaube, ich nehme den 50-50 Joker. Letztes Wort. Okay. Also meine beiden Antworten schon mal direkt raus. Schokolade oder Trüffel? Jetzt muss ich blind raten, weil ich aufsteigen nicht will. Schokolade? Ich glaube nicht, dass es dafür bekannt ist zwingend. Ich riskiere D-Trüffel, letztes Wort. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen gespannt drauf. So. Zur Auflösung dieser Frage. Was verbinden Feinschmecker auf der ganzen Welt mit italienischen Städten Alba und Norcia? Meine beiden Antworten sind rausgeflogen und richtige Antwort ist Trüffel, jawohl! Wir steigern uns langsam. Hundertfünfundzwanzigtausend mit dieser Frage. Wer komponierte die Operette Der Vetter aus Dingsda? Bisschen Dingsda. Paul Lincke, Engelbert Humperdinck, Eduard Künneke oder doch Walter Kollo? Boah. Da fragst du mich aber was. Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Und die Musik macht sich gerade besser. Wenn ich so spontan raten müsste, hätte ich irgendwie so einen Verdacht, wie vielleicht irgendwie A oder C. Aber ich weiß es definitiv überhaupt nicht. Das ist ein Problem gerade. Ich kann es nicht sagen und ich glaube auch, dass ich es nicht riskieren werde. Aber es ist wahrscheinlich wieder was, wo ich es glaube, im Verdacht richtig habe. Ich mache Folgendes: Ich werde mit den 64.000 Euro aussteigen und es hierbei belassen. Das war's für mich. Letztes Wort. So, 40.000 haben wir bekommen. Und also meine Vermutung lag entweder bei A. Paul Linke oder andererseits auch C. O. Edward Künneke. Ich kenne persönlich keinen von den Vieren da, aber ich könnte mir vielleicht die beiden vorstellen. Deswegen A oder C will ich nehmen. Und zur Auflösung gehört, beziehungsweise komponiert hat diese Operette tatsächlich C. Eduard Künneke. Das heißt, wir haben schon wieder einen richtigen Indiz, einen richtigen Riecher für diese Antwort gehabt, haben uns nicht getraut und sind dennoch um schöne 64.000 Euro, virtuell zumindest, reicher geworden. Die Runde lief doch schon mal sehr, sehr gut. Gut, na dann lass uns vielleicht die nächste Runde anfangen.
Gut, dann wollen wir mal mit der nächsten Auslaufgabe starten. Die lautet heute folgend: Sehen Sie einer Banane in der Obsthalle beim Reifen zu. Braun, gelb, grün, schwarz. Warte, in der Schale. Das ist, glaube ich, die falsche Reihenfolge, aber in der Schale. Wir fangen mit grün an, dann kommt gelb, dann kommt braun, dann kommt schwarz. Okay, stimmt doch. C, B, A und D. Das wussten immerhin noch stolze 8 am schnell 7 am schnellsten war Spieler Nummer 8. So, jetzt ein bisschen Tempo. Risikovariante. Los geht's. Was hilft beim Befüllen des Kanisters? Töpfer, Tannwald, Trichter, Tangenkletter, C-Trichter. Wie man sich als erster gesamtdeutscher Bundeskanzler fühlt? Das? Schwarze Wurzel, Steckrübe, Meerrettich, Weißkohl. D, das Weißkohl. Mit wem ist man zwar häufig nicht verwandt, aber durchaus gut vertraut? Streckmutter, Ziehvater, Pressschwester, Schleppbruder. Was? Mit wem ist man zwangsläufig nicht verwandt, aber durchaus gut vertraut? Streckmutter A. Ziehvater? Was? Ziehvater? Wer soll denn das sein? Was? Das ging unerwartet schnell. Ja gut, dann haben wir auch damit die Folge gefüllt. Schnell weg hier. Das war unerwartet für mich sogar. Und auch unerwartet für ein Ende dieser Folge. In der Kurze liegt die Würze. Das war's für heute. Wir machen morgen weiter in der neuen Folge. Also das habe ich gerade schon echt schockiert, dass da. Wer ist, wird irgendwie nicht drauf gekommen aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Ziehvater? Naja. Wir finden mal raus, was es ist. Und dann sage ich das eventuell in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Das Krachen. Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis dann. Haut rein und tschüss.